Und herzlich willkommen. Wir starten eine neue Runde, sobald er hier mal reagiert. Ja, heute spinnt es schon wieder, ist komplett. Aber nichtsdestotrotz, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Runde mit unserem Kriegerdeck. Ihr seid an der linken Seite, wir haben nichts dran verändert. Wir brauchen auch keinen Ragnaros jetzt aktuell drin. Ist eigentlich schon so sehr gut. Vielleicht einen Kane ersetzen, aber der ist trotzdem vier Garrosh Zehner. gegen Und wir Valera. bekommen eine Schurkin. Seid auf der Hut. Okay, das heißt, wir Sieg bekommen oder Tod. Schadensspielereien. Deswegen würde ich auch sagen, wir lassen das alles hier mal drin. Den nehme ich raus. Und es wird nicht besser. Ich hätte eigentlich lieber gern unseren Das war's. Beutehamster oder so genommen. Naja, aber dadurch, dass ihre Waffe ja eh nur einen Schaden macht. Aber wir uns hier schön eine zwei Rüstung draufhauen können. Und sie spielt einen Feendrachen. Ich kann ihn ja leider nicht hiermit Aktion kann ich nicht angreifen. ausführen. Deswegen muss ich jetzt leider hierfür einen Vierer Schaden opfern. Und die drei Schaden kassieren. Naja. Bleibt einem nichts anderes übrig. Was spielt sie? Sie wird wahrscheinlich den Dolch anlegen, nehme ich an. Na komm. Ich frage mich, ob Ja, das fragen wir uns alle. Also wenn man beim zweiten Coin schon so lange sich Gedanken macht, was man machen soll. Da kommt er durch. Und da kommt Aua. Wie? Kein Aua? Gut. Dann halt kein Aua. das war's. Wir heilen uns hoch auf 29. Nur zu, versüßt mir den Tag. Und sie haut sich ein Gift drauf, spielt allerdings gar nicht. Wir können ihr hiermit vier Schaden machen, dann wird sie uns ihn beim nächsten Mal oder in der nächsten Runde wird sie uns ihn wegnehmen. Deswegen spiele ich in dieser Runde. Was jetzt? Ich warte. Ich warte. Der hier ist eklig, er nimmt eh alles weg. Ich krieg hiermit einen Zweierschaden. Wenn er Verstohlenheit weg hat, könnte ich nächste Runde sie spielen. Das soll eine Waffe sein. Und entsprechend darauf angreifen. Okay. Warum hiermit nicht nochmal angegriffen wurde, würde ich nicht kapieren. Aber ja, mei, was soll's. Wir würden ihn jetzt traden. Am besten. Beziehungsweise Verstohlenheit bringt ja nichts, wenn wir sowas hier machen. Ach, Mist, ich hätte zuerst den hier spielen sollen. Aber wir können uns hier noch ne. Nein, wir können uns keine Zweierwaffe anlegen. Ach, na komm. Dann nehmen wir ihn so raus. Ach, ich bin noch ein Trottel. Das gibt's nicht. Das hat uns jetzt eine Karte Vorteil gekostet. Aber es ist ja immer noch recht ruhig. Es steht 28 zu 30. Und er scheint sich jetzt entschieden haben, uns doch ein bisschen ins Gesicht zu gehen. Hat allerdings irgendwie wohl keine richtig schönen Karten. Der macht aktuell einen Schaden. Deshalb können wir das Ganze jetzt schön nutzen, um hier einmal Ansturm spielen. Hier nochmal einmal den Feenstrachen. Das war's. Und er müsste das zweite Gift oder das nächste Gift dafür opfern. Um die Waffe halt eben sich hoch zu heilen. Ja. Oder um mehr Schaden mit der Waffe zu machen. So, Licht aus. Rein. Legt diesen Apfel auf euren Oh, Kopf. wie ich den hasse. Ein Dies ist Messerschmuggler. unsere Stadt.
Also, hier müssen wir ein bisschen aufräumen, sehe ich schon. Gut, damit wissen wir schon, wer mit seinen 3 Schaden jetzt worauf geht. Der macht 2 Schaden. Dann würde ich sagen, legen wir zum einen hier uns eine Waffe an. Dann nehmen wir hier den Messerjongleur weg. Der macht einfach nur eklige Sachen. Die 4 Schaden wären schade, wenn wir die irgendwie verhauen würden. Dann einmal ihn hier wegnehmen und hier nochmal einen Kartenzieher. Je nachdem, er wird jetzt eher auf unseren 4er gehen hier. Und mit seiner Waffe, was wird er da machen? Na, weiß ich nicht, schauen wir mal. Ja, Tatsache, der kann. Er legt sich eine Klinge der Assassinen an. Und lässt uns gemeinerweise nur eine Karte ziehen. Oh, das war gemein. Gut, Runde 8. Deswegen einmal hier, einmal hier, einmal hoch. Wir haben noch eine Waffe da, deswegen können wir alles im Prinzip direkt ins Gesicht geben. Zack, das war's. Wir haben hier eh auch den 4er Schaden, wir haben hier 5 Schaden. Also genug Möglichkeiten. Und ihm fällt gar nichts ein. Er muss 4 Karten ziehen. Hofft natürlich, dass irgendwas Schönes mit dabei ist. Ah, und zieht sich selber 4 Schaden rein. Das ist sehr schön. Und wir haben 2-mal die 5er Waffe. Deswegen einmal hier. Dann einmal die 5er Waffe reinziehen. Noch ein bisschen Schild hochbauen. Und wir hauen ihn auf ein gefährliches 5er Maß an. Also selbst wenn er jetzt ein U spielt, er müsste sich jetzt heilen oder sie müsste sich jetzt heilen, damit sie die nächste Runde... Ich werde euer Tod sein! Ja, das gehört in ein Museum. Danke. Okay, da kommt Harrison Jones. Ha, so gut wie erledigt. Okay, zieht uns runter. Dann schauen wir nochmal, ob wir noch irgendeine schöne Karte bekommen. Da wären 4 Schaden gewesen. Aber wir machen folgendes. Ziehen uns hoch, legen eine Waffe an und hauen sie aus dem Spiel. So. Gut gespielt. So, wieder ein Level aufgestiegen. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt unten ein Like. Wenn euch das Deck was gebracht hat, dürft ihr es gerne kopieren. Ist ja hier an der linken Seite schön nochmal aufgelistet, welche Karten wir in dem Deck drin haben. Und ansonsten dürft ihr auch gerne Verbesserungsvorschläge geben, was ihr an dem Deck insgesamt verbessern würdet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde bei Hearthstone. Bis dann, ciao, ciao.